Gut, willkommen zu einem Tutorial und zwar von Battlestar Galactica Online. Yeah. Ja, ihr seht uns hier schon auf der Brücke. Dieses Tutorial wird aus drei Teilen bestehen. Im ersten zeige ich euch hier mal alle Räume soweit, zeige euch mal die Charaktere und erzähle etwas, ja, zu dem Fenster erstmal. Also wir befinden uns hier wie gesagt schon auf der Brücke. Hier seht ihr meinen Charakter, der dehnt sich und streckt sich schon. Wo wir Captain Adama, also dem, ja, sozusagen dem Chef hier ansprechen können. Ja, hier kann man Missionen, Anforderungen und halt Informationen kriegen, wie ihr seht. Kurz zum Display. Hier unten seht ihr eure, ja, wie soll ich es nennen, Funk sozusagen. Oder euren Chat, wo ihr mit den anderen Chat, ja, Chat nennen wir mal, wo ihr mit den anderen reden könntet. Hier gibt es Verschiedenes einzustellen. Hier unten erstmal System halt, dass ihr den Leuten mit eurem System halt schreibt, mit eurer Geschwader, mit der Staffel und hier seht ihr halt, hier seht ihr alle wichtigen Informationen. Hier könnt ihr flüstern, Flottenkanal, offener Kanal und sonst was auch immer. Ja, hier seht ihr eure Aufträge, zu denen werde ich gleich noch genaueres erzählen, die kann man erledigen und dafür kriegt man so eine Art Geld. Hier oben, ja, was ist das? Einmal hier Vollbildmodus, hier gibt es nochmal eine Hilfe, halt für viele Fragen. Falls nochmal Fragen sein sollten, die in meinem Let's Play nicht gedeckt werden, hier oben steht soweit alles drin. Hier halt über Staffelliste, bin gerade in keiner Staffel. Hier Frachtraum. Hier seht ihr halt den Frachtraum erstmal. Hier links seht ihr halt erstmal alles, was ihr so habt. Im Inventar, also was ihr alles so gerade habt. Und hier euer Schiff. Ich spiele das schon etwas länger und fliege schon ein sehr gutes Schiff. Aber dazu kommen wir gleich. Wir gehen jetzt erstmal auf Info. Es gibt hier oben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Sachen. So, Info, Aufträge, Aufgaben, Boni, Einladung, Skill, Mail und Schiff. Fangen wir beim Info an. Hier seht ihr alle wichtigen Informationen über euch. Und zwar halt, welchen Rang ihr seid. Ich bin jetzt Captain, das ist der höchste Rang, den man erreichen kann. Welches Level, halt hier Staffel oder Position. Hier halt Schiffsnamen, Schiffsklasse. Hier halt, welches Level ihr seid und zu den Währungen. Hier seht ihr halt, welche Schiffe ihr schon habt und hier seht ihr, wie eure Freunde, wie das hier schon drüber steht. Als nächstes erkläre ich euch kurz die Währungen. Es gibt zwei wichtige, die zwei Grund- oder Hauptwährungen sind einmal Qubits, die kann man sich auch kaufen. Das ist halt, ja, davon kann man sich halt Schiffe kaufen und andere Ressourcen, Items und eigentlich ist eines der wichtigsten. Thylium, das ist auch eine wichtige, ja, ein wichtiges Tauschgut sozusagen, oder was auch immer, wichtige Währung. Das dient halt einmal als Schiffstreibstoff, wenn ihr kein Thylium habt, fliegen eure Schiffe nicht, ganz einfach. Einmal und Tauschgut auch, halt, da könnt ihr auch Items von kaufen, Schiffe kaufen, zum Beispiel die Jutton, die ich hier habe, die kauft ihr mit Thylium, aber mit 2 Millionen davon. Ich habe gerade mal 200.000. Eine Währung ist hier noch auch noch ganz wichtig, ist das Titan. Das ist sozusagen für ja, für eure Haltbarkeit sozusagen da und sorgt halt dafür, dass euer Schiff halt gut hält. Ja, könnt es wieder regenerieren. Hier seht ihr nämlich eure Hülle, 92% gesund, Haltbarkeit und mit Thylium, mit Titan könnt ihr die wieder regenerieren. Ich bräuchte jetzt zum Beispiel ca. 8000 Titan. Ja. Eine Währung, also eine Sache hier, die ist nicht so teuer, das ist halt Wasser. Das ist halt auch Tauschgut, das hat eigentlich keinen Sinn. Das kann man halt nur gegen Qubits umtauschen, das findet ihr halt in Asteroiden. Genauso wie Titan und Thylium. Eine Währung ist hin und hier noch die Abzeichen, davon kann man Schiffe aufrüsten. Wenn du 10.000 von den Dingern hast, kannst du das stärkste und größte Schiff hier von den Flotten fliegen, den sogenannten Baystar. Das ist auf der Seite der Kolonie, die, das Basisschiff sozusagen, also die Galactica, und auf der Seite der Zylonen der Baystar. Es gibt nun zwei Seiten. Wir spielen hier gerade auf der Seite der Kolonie. Es gibt aber auch noch eine zylonische Seite, aber das ist da so ähnlich praktisch aufgebaut. Ja, das wäre es hier soweit. Hier seht ihr erstmal noch eure Aufträge. Halt, die erhaltet ihr von einer anderen Person. Das werde ich euch im zweiten Teil des Let's Plays zeigen. Ja, dazu. Ja, hier, die könnt ihr halt erfüllen. Halt, was ihr zu erledigen müsst, zum Beispiel, müsst ihr 10.000 Titan abbauen. Dafür kriegt ihr dann zum Beispiel 4.500 Thylium, 450 Qubits und 750 Erfahrung.
Aufgaben halt, die ihr nebenbei erlesen könnt. Zum Beispiel hier Explorer, halt 46 bis Systeme besucht, habe ich schon erledigt. Und Jäger, Verfolger 823, Raider besiegt. Muss man halt auch schaffen, dann bin ich Jäger-Ruin und so kann man halt machen. Bonis sind halt für die XP-Wochenende, falls ihr da irgendwas, Big Pointer, irgendwas raussendet, seht ihr das da. Einladungen, halt falls ihr irgendwelche Freunde eingeladen habt, dann kriegt ihr hier Bonus-Items. Zu den Skills, die Erfahrungspunkte, die ihr kriegt, seht ihr hier. Und davon kann man Skills kriegen. Ja, also davon kann man Skills aufrüsten. Zum Beispiel hier einen Skill, zum Beispiel Schießübung, habe ich schon komplett erledigt. Kampfpanzerung auf Stufe 9, da werde ich dann 50.000 XP brauchen. Momentan habe ich nur 45.000. Ja, dazu, die braucht man dann, die muss man machen, um dann seine Ausrüstung hoch aufzurüsten. Und hier seht ihr dann halt Mails, die von irgendjemandem geschickt wurden, Nachrichten an sich. Und hier seht ihr halt dann nochmal über Schiffs alles mögliche, Lagerraum. Hier ist Status zum Beispiel. Dazu kommen wir aber dann im nächsten Let's Play. Hier oben seht ihr halt noch euer Logbuch, Ranglisten halt, hier ist dann auch nochmal alles genau untergliedert. Einstellungen halt, könnt ihr es einstellen, Missionslogbuch, halt euer Systemnavigation, da kommen wir auch im nächsten Teil zu. Freunde einladen, Qubits kaufen, halt hier Arena-Match finden, Spiel verlassen und alles, seht ihr halt alles hier oben. Gut, dann wir sehen uns im nächsten Part. Bis gleich. Ciao, Leute.